Bühne frei für den zeitgenössischen Tanz. Bereits zum 18. Mal präsentieren sich die Greifswalder Tanztendenzen packend, intensiv, ironisch und verrückt. Noch vor der offiziellen Eröffnung gab es bereits den ersten Workshop für Tanzbegeisterte und die, die es werden wollen. Workshopleiter Abdennour Bellali aus Frankreich begeisterte mit akrobatischen Einlagen des Hip-Hop. Durch seine Erfahrungen als Tänzer und Pädagoge vermittelte er seinen Schützlingen ein großes Repertoire an technischen Grundformen des Hip-Hop und Breakdance. Am Abend wurden die Tanztendenzen dann offiziell im St. Spiritus eröffnet. Ganz im Zeichen des diesjährigen Mottos fand dann auch erstmals ein Podiumsgespräch mit Gästen aus den verschiedenen Produktionsbereichen des zeitgenössischen Tanzes statt. Seit 1993 entwickelten sich die Tanztendenzen aus einer kleinen Veranstaltung zu einem einwöchigen Festival mit internationaler Beteiligung. Ziel ist es, in einer strukturschwachen Region durch ein innovatives Kulturprojekt zeitgenössische Akzente im Bereich Tanz zu setzen. Wir versuchen über verschiedene Module den zeitgenössischen Tanz zu etablieren, quasi einen Zugang zu schaffen, weil es doch eine Kunstform ist, die nicht jedem sofort zugänglich ist. Über Vermittlung, sei es Workshops, sei es Tanz in Schule, sei es eben Performances und eben Einführungsvorträge. Auf die Art und Weise den zeitgenössischen Tanz auch als fester Kultur Bestandteil der Stadt werden zu lassen. Im Anschluss gab es dann die erste Performance eines witzig-grotesken Duos aus Frankreich. Die comicartigen Figuren präsentierten ein Stück der etwas außergewöhnlichen Sorte. Dieses ist eine Metapher für menschliche, körperliche und seelische Anlagen. Die beiden Charaktere präsentierten das äußere, nach Perfektion angestrebte Erscheinungsbild als eine Art Schutzhülle, welche dem ständigen Wandel unterliegt. Das humorvolle Reflektieren des menschlichen Verhaltens war gleichzeitig auch ausschlaggebend für das diesjährige Motto. Also wir haben in diesem Jahr einfach mehrere Produktionen gefunden, die das Thema Grenzen haben. Ob es jetzt Grenzen sind, sei es das Alter, sei es Grenzen innerhalb einer Gesellschaft, Grenzen innerhalb seiner eigenen Emotionen. Und das war für uns irgendwie ganz vordergründig, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir eher Déjà-vu als Motto hatten, wo es einfach mehr eine Rückbesinnung auf das schon Erworbene war, waren es dieses Jahr im Grenzen, die wir in den Produktionen auch so ausgesucht haben. Mittlerweile haben die Tanztendenzen ihren Platz in der Stadt gefunden. Das Festival trägt die Handschrift internationaler Choreografinnen und Choreografen, die in der Szene noch nicht etabliert sind. Das Programm umfasst eine Bandbreite der aktuellsten internationalen Arbeiten, die mit inhaltlicher Vertiefung durch Vortrag, Ausstellung und Videoarbeiten präsentiert werden. Darüber hinaus bieten Workshops Gelegenheit, sich mit Techniken und Auffassungen junger Choreografen vertraut zu machen. Im Workshop zeitgenössischer Tanz mit Schwede Robin Jonsson waren vor allem Koordination und Muskelspannung gefragt. Workshops sind ganz wichtig, sie sind ein Vermittlungselement, also sie richten sich an alle Tanzinteressierten da. Bewohner. Man muss keine Vorkenntnisse haben. Wir möchten gerne den Greifswaldern und dem Umland, also jedem Interessierten, die Möglichkeit geben, sich mit einem Choreografen auseinanderzusetzen, ihm auch Fragen zu fragen oder auch Einblick in seinen Stil zu kriegen. Einen sehr außergewöhnlichen Stil besitzt auch das Ensemble Sie Alexandre Nipos. Ihr Ziel, die Vermittlung von Hip-Hop als Ausdrucksmittel. In ihrem Stück No Limit steht der Umgang mit mentalen, physischen und gesellschaftlichen Grenzen, die sich der Mensch aufgrund seiner Erziehung und Herkunft selbst auferlegt. Die Handlung wechselt zwischen schnell getanzten Konflikten und Provokation zu einfühlsamen Momenten, in denen die Choreografen neue Ausdrucksformen für den Hip-Hop entwickeln. No Limit ist ein abwechslungsreicher Mix von lyrischen Momenten, Anmut und Gewalt. Ein getanzter Widerstand der Liebe gegen Gewalt und Unterdrückung. Wieder einmal hat das Kuratorium der Tanztendenzen eine abwechslungsreiche und spannende Woche zusammengestellt. Mittlerweile fest etabliert haben sich die Greifswalder Tanztendenzen zu einem Leuchtturm in der Festivallandschaft von Mecklenburg-Vorpommern entwickelt.